Alex, deine Einschätzung zum Gegner bitte. Ja, Gegner ist in guter Form, eine sehr spielstarke Mannschaft, die sehr offensiv spielt. Ja, sie gehen hop oder top meistens, also spielen weniger dann auf Unentschieden, wollen gewinnen, ja, was tabellarisch natürlich vorteilhaft ist. Birgt natürlich auch die Gefahr, dass es verlierst, aber wie gesagt, sie sind sehr gut in Form, die Mannheimer haben sehr gute Einzelspieler. Aber wir wollen einfach im Heimspiel weiter erfolgreich sein und diesmal unbedingt wieder die 3 Punkte holen. Die Unentschieden waren vielleicht gut für den Kopf, für die Moral, ja, vor allem, dass wir halt ohne Gegentor geblieben sind. Aber wir wollen einfach wieder gewinnen. Wir wollen die 3 Punkte, wie gesagt, und müssen im Übergangsspiel nach vorne und vorne in der Spitze einfach uns wieder mehr Torchancen herausarbeiten. Das wird das Ziel sein, im Grünwalder Stadionzimmer weiterhin ungeschlagen und so soll es auch bleiben. Danke dir. Dann werde ich heute die Fragen der Kollegen vorlesen. Du hast es ja schon gesagt, Mannheim ist zu 21 sehr gut drauf und ebenfalls ungeschlagen. Und auch nur mit 2 Gegentoren, wie ist der Plan, dieses Bollwerk zu knacken? Ja, ich glaube einfach, dass Waldhof von der Tendenz her einfach eine Mannschaft ist, die immer nach vorne spielen will, die auch das Risiko sucht. Und man hat es ja im Hinspiel gesehen, es ergeben sich Situationen einfach, die wir ausnutzen wollen. Ich will natürlich jetzt nicht unsere Taktik preisgeben, aber ich glaube, dass es morgen schon ein attraktives Fußballspiel wird. Das bringen, glaube ich, beide Mannschaften so mit sich, ja, von den Einzelspielern. Und ja, diesmal, wenn wir führen, dann wollen wir mit Sicherheit die Führung nicht mehr aus der Hand geben. Ja, aber wie gesagt, Mannheim ist ein starker Gegner und wird uns alles abverlangen, aber wir sind bereit für die 3 Punkte. In den letzten 3 Spielen hat Türkgücü kein Tor kassiert und auch keins geschossen. Fehlt vielleicht zurzeit ein bisschen die Balance zwischen Offensive und Defensive, beziehungsweise was muss passieren, dass in einem Türkgücü-Spiel mal wieder ein Tor fällt? Ja gut, im letzten Spiel hat uns natürlich Peter Sliskovic gefehlt. Ja, gegen, sagen wir, Bayern München hatten wir 100-prozentige, dann wären wir aus meiner Sicht als Sieger vom Platz gegangen. Aber grundsätzlich will ich es nicht nur an ihm festmachen. Grundsätzlich ist einfach sind auch die anderen Spieler gefordert, dass sie nach vorne sich mehr zutrauen, dass wir nach vorne mehr Personal bringen, dass wir mehr Personal in die Box bringen, dass wir die Umschaltmomente mit mehr Personal angehen. Und ja, das haben wir uns vorgenommen. Mannschaft ist auch sehr ehrgeizig und war jetzt nicht zufrieden, dass wir eben kein Tor geschossen haben die letzten 3 Spiele. Das wollen wir morgen unbedingt ändern und dementsprechend werden wir von der ersten Minute an da sein und aggressiv nach vorne spielen. Zuletzt waren es 5 Spiele in 15 Tagen. Mit dem Mannheim-Spiel sind es dann 6 in 19. Dann sind die englischen Wochen erstmal vorbei. Wie fällt dein Fazit nach diesen intensiven Wochen aus, beziehungsweise dein Fazit von 2021 bisher? Ja, das Fazit ist so, dass wir ungeschlagen sind. Wer hätte gedacht, dass wir im Januar bis jetzt so durchkommen, ja, mit Siegen und auch Unentschieden dann einfach ungeschlagen, ja, mit ganz wenig Gegentoren. Ich glaube, 1 Gegentor, oder? Im Januar. Keins, glaube ich. Kein Gegentor im Januar. Also ist eine sehr gute Bilanz. Einzig, wie gesagt, diese Unentschieden, die sind dann toll für die Moral, aber tabellarisch einfach nicht so gut. Und das müssen wir unbedingt ändern. Ja, wir müssen etwas mehr, ich sage jetzt mal, ins Risiko dann gehen und einfach, wenn es hopp oder top ist im Spiel, dann einfach auch eher auf die 3 Punkte spielen, auf Sieg spielen. Auch mit der Gefahr, dass es irgendwann mal schief geht. Ja, aber wenn ich 3 Spiele gewinne und dann mal 1 verliere, ist tabellarisch immer noch besser, wie wenn ich halt ja, 3-mal dann unentschieden spiele. Ja. Dann 2 Fragen zum Personal noch. Ja. Wie steht es um Peter Sliskovic, der ja gegen Kaiserslautern passen musste? Kehrt er wieder in den Kader zurück? Ja, werden wir sehen, wie es möglich ist. Ich hoffe, dass es geht. Ja. Gestern hat er trainiert, ja, dosiert, aber ich gehe davon aus, dass es geht. Ja. Und gut, wir haben mit Lukas Röser einen guten Mann und ansonsten einfach auch ganz gute Offensivspieler. Und wie wird der Ausfall von Alexander Sorge kompensiert, der ja seine 5. gelbe Karte zuletzt erhalten hat? Ja, auch dafür haben wir ja einen ordentlich breiten Kader und werden wir kompensieren können.
Natürlich tut es weh, der Alex, der war in Topform, ja. Aber wie gesagt, deshalb hat man nicht nur 11 Spieler, sondern hat eben seine 20 Spieler und wir haben Vertrauen in die Jungs, die reinkommen und dementsprechend werden wir es angehen. Dann vielen Dank dir schon mal. Das noch kurz zur Information. Mhm. Das Spiel findet am morgigen Samstag um 14 Uhr im Städtischen Stadion an der Grünwalder Straße statt. Dann okay. Auf ein gutes Spiel. Ja. Vielen Dank nochmal, Alex. Danke. Und bis dahin. Ciao.